Durch München weht ein kalter Wind, Menschen hast in Tränen blind, weil sie so verzweifelt sind in der Stadt herum. Fahles Licht im Hofbräuhaus, der Wirt schenkt nur noch Dunkles aus, zieht dabei die Stirne kraus und bleibt einfach stumm. Bei Kompakt haben wir ja eine ziemlich große norddeutsche Fraktion. Und darum haben wir uns auch so ein bisschen gefreut, dass die Bayern verloren haben gegen die Bremer. Gut, es wäre noch schöner gewesen, wenn sie 2-5 gegen Hamburg verloren hätten. Aber reden wir mal über Klinsmann. Ist der Mann überschätzt? Alles ist möglich. Ja, ich bin ja nicht nur Bayern-Fan, sondern auch Klinsmann-Fan und sehe die Niederlage nicht so dramatisch. Ich glaube, dass es eine Watschen zur Wiesen war, die irgendwie in die Zeit passt und ich glaube, dass jetzt schon gegen Nürnberg und dann nächste Woche gegen Hannover alles wieder im Lot ist und Klinsmann seinen Weg gehen wird wir noch viel Freude mit ihm haben. Also ich finde es sympathisch. Das hat Bayern gefehlt, jahrelang. Mal so dastehen, nicht wissen, was los ist. Grandios, tolles Wochenende.